Und willkommen zum vierten Adventstürchen. Es geht weiter. Mal sehen. Damit ihr es sehen könnt. So. Ja, hier muss da eigentlich Licht hin. So, besser. Und da haben wir es auch schon. Kamera ein bisschen. Die Richtung setzen, in die Richtung und so. So. Verschwindet von hier, las Peter mit leicht zittriger Stimme. Das kann doch kein Zufall sein. Jetzt kam ein Mann in einem grünen Overall auf sie. Sie müssen Mr. Jonas sein, oder? Wir haben wegen der Entrümpelung telefoniert. Mein Name ist Randy Johnson. Ich bin der Hausmeister, zumindest so lang, wie es das Stadion noch gibt. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, um was es sich handelt. Als aber Onkel Titus die Masse an Sperrmüll erblickte, schüttelte er den Kopf. Das sind ja Unmengen, Mr. Johnson. Dafür werde ich mir einen größeren Lastwagen besorgen müssen. Justus, ihr bleibt am besten hier und tragt schon einmal alles zusammen. Nachdem Onkel Titus mit dem Pickup davongefahren ist, sprach Justus dem Hausmeister wegen der Anzeigetafel an. Der Mann runzelte die Stirn. Ach herrje, dann hat er sich wieder gemeldet. Wer hat sich gemeldet? Fragte Bob irritiert. Na, der Geist des toten Torwarts, der Rocky Beach Eagles. Er wurde während eines Spiels vom Blitz erschlagen. Seitdem treibt er im Stadion sein Unwesen. Mir hat er sogar eine Flammenschrift auf meine Schulter eingebrannt. Und damit ist es immer. Und damit ich es immer im Badezimmer lesen kann, hat er es gleich in Spiegelschrift getan. Hier. So. Also ich kann es euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht. So sieht das in Spiegelschrift jetzt aus. Was steht da wohl? So, da wir keinen Spiegel separat haben, müssen wir das hier nehmen. Also, so ein CD. Das spiegelt ja auch schon. Hm? Also, erstmal Rätsel. Also, Aufgabe. Der Hausmeister zog seinen Overall über die Schulter und die drei Fragezeichen konnten es kaum glauben. Wie bei einer Tätowierung konnte man einen Schriftzug erkennen, doch es war nicht leicht zu lesen. Versucht es einmal vor dem Spiegel. Was lest ihr? Also, ich habe jetzt keinen Spiegel parat, also ich halte das nochmal in die Kamera. Ihr macht dann so. Ja, so. Ihr haltet dann das Bild in die Pause. Haltet den Spiegel davor, so damit ihr es besser kennen könnt. Also ich kann da lesen, zerstört nicht meine letzte Ruhestätte. Mal sehen. Was hatten wir als Anruf? Antwortmöglichkeit. Zerstört nicht meine letzte Zuflucht. Da ist so ein Rattenschwanz im. Nee, das ist kein Rattenschwanz, das ist ein Regenwurm. In ein Loch. Mal sehen, wer das denn. Da haben wir aber Maulwurf, habe ich gesehen. Kann ich euch zeigen. So. Ein bisschen höher wieder da. Die Kamera. So. Und jetzt ein bisschen die Richtung. Also, da wurde. So. Ah, da will was abhauen. Also hier. Auf dem Bild sah man einen Regenwurm, hier ist ein Maulwurf, könnt ihr nicht so gut erkennen. Was hätten wir da? Da haben wir einen. Zerstört nicht meine letzte Ruhestätte, ja, das wäre dann hier. Mit dem Totenschädel hier. Hier. Ja. Also da, wo mein Finger jetzt gerade ist. Mit der Abstellkammer oder was auch immer sein soll.
Und das letzte hat irgendwas mit Slippern oder so zu tun. Also, verfluchen werde ich euch alle. Ja, da sind Slipper. Was haben wir? Was wäre da? Ah ja, ich weiß jetzt, welche Stelle das dann wäre. Was wäre denn? Ein bisschen in die Richtung. Das wäre dann hier. Aber da ist auch wieder ein anderes Bild. Also kann das nur. Nur. Hier sein. Ja, mal sehen, was haben wir hier? Es gibt wieder. Ah. Wie geht das jetzt auf? Oben nach unten oder? Da bin ich wohl ein bisschen zu früh dran gewesen. So. Was haben wir drinne? Ja. Was ist das jetzt? Reindrücken einmal. Dann weiß ich, das haben wir schon gelöst. Das mache ich jetzt immer so. Das legen wir zur Seite. Einmal hier hinten hin. So. So, was haben wir so Schönes? Ah ja. Wie funktioniert's? Jetzt könnt ihr es so. Ah ja. Damit du nicht nur bei einem Fall, sondern auch beim Lesen eines die drei Fragezeichenbands immer am Ball bleiben kannst, gibt es heute für dich ein Lesezeichen zum Basteln. Ah ja. Zum Basteln. Gut. Das lassen wir da drinne. Fädel den Ball in die Schnur und mache am Ende einen dicken Knoten in die Schnur, damit der Ball nicht herausrutschen kann. Nimm das Buch, das du als nächstes lesen möchtest, und klebe das andere Ende der Schnur mit dem Aufkleber hinten am Buch fest. Was wäre denn das hier? Jetzt kannst du die Schnur an jeder beliebigen Stelle im Buch einlegen. Viel Spaß beim Lesen. Ja, das war das heutige. Scheiß Kamera mal wieder, ey. So, das war das heutige Adventsrätsel. Das packe ich jetzt in die Spezialkiste rein. Hier. Hier, das ist die Spezialkiste jetzt. Ja. Schmeiß ich rein. Habe ich. Gut. So. Hm? So. Manchmal muss ich mit der Kamera ein bisschen. Bei der Kamera. So. Ein bisschen hin und her wackeln, damit man mich auch noch sieht. Ja. Und was gibt es noch? Es wird wieder in der Videobeschreibung den Link stehen, also wieso sieht man mein so, also unten in der Videobeschreibung wird dann der Link stehen zu meiner HP mit dem Gewinnspiel, wo ihr dann die Sachen gewinnen könnt, die ich im Karton eben reingepackt habe. Ja, was gibt's noch zu sagen? Auf. Auf. Bis morgen.